Moin, ihr habt richtig Bock auf eine leckere Lasagne, aber weder eine Bollo noch eine schöne Parmesan-Bechamel zu Hause. Kein Problem, ich zeige euch fix, wie ihr die ganz easy zu Hause selber macht. Als erstes müssen wir Gemüse schnippeln, rote Zwiebeln, Möhrchen, schön Staudensellerie, alles schön klein hacken. Dann brauchen wir noch eine Knoblauchzehe. Möhrchen und Knoblauchzehe schön fein reiben. Weiter geht's mit Speck, der wird auch richtig schön klein geschnitten. Dann schnappen wir uns einen Topf, ein großes Flöckchen Butter rein, Speck auslassen, dann wird erstmal Hack angebraten. Sobald das Hack richtig schön krümelig ist, kommen Knoblauch und die Zwiebeln dazu. Jetzt schon mal etwas Salz draufgeben. Oh, das sieht schon hervorragend aus. Möhrchen und Sellerie mit rein. Das Ganze wird mit Rotwein abgelöscht. Eine große Dose geschälte Tomaten mit rein. Ich habe im Garten noch ein paar Kräuter gepflückt, auch mit rein. Die genauen Zutaten wie immer in der Videobeschreibung. Das Ganze muss jetzt mindestens eine Stunde kochen, dann noch mit Pfeffer und Salz abschmecken und fertig ist die Bollo. Jetzt nur noch fix eine schöne Bechamel angerührt, Butter zerlassen, Mehl rein, die Milch in zwei Teilen reingeben. Sobald das wieder fest wird, den zweiten Teil Milch dazu einmal aufkochen lassen, mit Salz, Pfeffer und ordentlich Muskat abschmecken. Noch eine kleine Portion Parmesan einrühren und fertig ist eure Parmesan-Bechamel. Macht zu Hause nach. Viel Spaß.